Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Siberia. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir die Lochkarten in diesem einen Automaten hier ganz oben im obersten Stockwerk einsetzen können. Ich frage mich nur, ob alle Lochkarten dafür verwendet werden müssen, vielleicht sogar in einer bestimmten Reihenfolge oder vielleicht muss man die irgendwie unterschiedlich übereinander legen, um da was Sinnvolles rauszukriegen oder müssen die vielleicht in einer, also hintereinander. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. Es wird mir bestimmt nicht so einfach gemacht. So, einmal bitte hier hin. Und jetzt gucken wir uns den Kerl nochmal an. Und machen unser Inventar auf. Lochkarte rot, Lochkarte blau, lila und grün. Ich nehme einfach mal grün. Grün ist die Hoffnung. Die packen wir jetzt hier rein. Bim bam, bim bam, bim bam. Oh. Na gut, vielleicht nehmen wir dann mal lila. Brauche ich nicht mehr. Oh, schade. Ach, hätte ich mal mit einer anderen angefangen. Ich hätte gern gesehen, ob die anderen auch noch was Tolles machen. Okay, schade. Ach, das ist aber schade. Da bin ich jetzt viel zu schnell fertig mit. Ich brauche aber einen bestimmten Schlüssel, ne? Ist das denn etwa der Schlüssel, den ich beim Notar bekommen habe? Das ist ja diese Form, diese Kreuzform, die wir auch schon in der Broschüre gesehen haben, dass diese Automaten aus dem Vorarlberg betrieben eine besondere Schlüsselform haben. Mal gucken. Teleskopschlüssel wähle ich schon mal aus und jetzt gehen wir da mal hin und gucken, ob das klappt. Nein! Es geht nicht! Der geht. Ich bräuchte einen Schlüssel. Ah, ich hab's gewusst, der ist falsch. Das ist aber ein Riesenschlüssel, ne? Das ist aber ein sehr großer Schlüssel, den wir dafür brauchen. Hier kann ich wohl nicht lang. Nee. Oh, vielleicht gibt es hier irgendwo noch was, was wir noch mitnehmen können. Aber wohl nicht von hier aus. Grr, ich glaube fast, dass ich nochmal zurück muss ins Hauptgebäude. Ja, quasi in die Kirche. Da lag ja die ganze Kleidung vom Pfarrer. Hier unten ging es doch nicht rein, ne? Ich meine nicht. Ich kann es höchstens versuchen mit diesem Schlüssel, den ich hier habe. Den habe ich doch nur ausgewählt, oder? Das bringt nicht. Es ist verriegelt, genau. Na, nicht wieder runter. Ach, alles klar. Ich schließe daraus mal, dass wir diesen langen Schlüssel dafür auch nicht verwenden müssen. Also nochmal zurück. Ich glaube, hier oben war nichts. Ja, da haben wir die Zahnräder nur eingesetzt. Und hier können wir auch nirgendwo mehr hin, nö. Bisschen schneller, liebe Kate. Das ist halt genauso wie bei Point-and-Click-Adventuren und auch bei... Oh, was ist denn das? Und bei... Achso, da...
ändere ich noch wieder die Perspektive im Raum und bei Wimmelbildspielen, ne? Und dieses Hin- und Hergelaufe, insbesondere dann, wenn man irgendwas vergessen hat. So, jetzt muss ich aber nochmal ganz genau hier gucken. Was ist denn das da? Das ist einfach nur hier der Schrank. Ich habe alle Schubladen bereits gesehen. Das da kann ich auch nicht verwenden. Vielleicht kann ich den nochmal abwählen, hier, den Teleskopschlüssel. Das Teil hier klemmt. Es klemmt. Ich kann den Teleskopschlüssel daran nicht verwenden. Na ja, gut, aber der Teleskopschlüssel soll ja auch für die Manufaktur sein, nicht wahr? Vielleicht hier irgendwie noch was am Altar? Hier stehen drei Kerzen. Das Kreuz hatte ich bereits. Ich glaube nicht, dass ich da meinen Schlüssel jetzt noch einsetzen muss. Ich habe schließlich von hier den anderen Schlüssel bekommen, der hier lag. Oh, wie komme ich denn jetzt an diesen Schlüssel dran? Ich habe leider keinen dabei. Aber da ist ja noch eine Tür. Sehr clever, Kate. Nein. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Auch verriegelt. Ja. Wie wär's damit? Mist. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Mhm. Hiermit können wir auch nichts machen. Gut, das war ja die Pausefunktion. Ich kann mir ja hier nichts anzeigen lassen. Ha, Gegenstände oder Dinge, mit denen wir interagieren können. Ja, dann wieder zurück. Dann muss ich irgendwo anders einen Schlüssel herbekommen. Okay. Teleskop. Schlüssel für die Manufaktur. Das hier ist aber ja eigentlich gar nicht die Manufaktur. Richtig? Ich glaube fast, dass ich viel zu früh zum Friedhof gegangen bin. Ich glaube fast, dass ich den Teleskopschlüssel erstmal noch wo ganz anders verwenden muss. Unten, da war doch auch dieses eine große Gebäude und ich meine, es wäre ein Teil der Automatenmanufaktur. Das Gebäude, vor dem der etwas rundliche Mann sitzt. Dann schauen wir jetzt nochmal hier. Wie kommen wir denn da wohl rein? Vielleicht muss ich mit dem Reden nochmal reden. Guten Tag. Möchten Sie sich wirklich nicht zu mir setzen? Ach. Leider nicht. Mann, wie schade. Gut, aber vielleicht ist der freundliche Barbesitzer hier, Gasthausbesitzer, bereit mir zu Hallo? Ja, guten Tag. Bereit mir zu erklären, wo die Manufaktur ist und wie ich da hineinkomme. Vielleicht ist auch Momo wieder da? Nein? Gut, dann reden wir nochmal mit ihm. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Ja. Oh, Hilfe? Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Sollen wir Ihnen Ihre Koffer runtertragen? Nein, nein. Ich reise noch nicht ab. Ich bräuchte nur etwas... Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber stellen Sie sich... Nicht weiter schlimm. Ich werde mich mal ein wenig... Ganz wie Sie wünschen. Ja, das kennen wir ja dann doch schon. Ich bin es noch einmal. Nein, bloß nicht. Nein, alles gut. Tschüss. Die Dialoge sind teilweise doch ganz schön lang. Da ist man sogar auch eine ganze Weile lang beschäftigt, die wegzuklicken. Ich war auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof konnte ich bisher die Teleskopstange nirgendwo verwenden. Hier komme ich nur die Straße weiter entlang. Da kam ich bisher nicht rein. Da sagt sie, glaube ich, hier muss ich nicht dahin hin? Dahin muss ich nicht. Genau, dahin muss ich nicht. Huch, huch, Herr Jemine. So, versehentlich hier aus dem Bild raus. Bildsalat. Ich hoffe, dass beim Laden des Bildes jetzt hier gleich der Bildsalat verschwindet. Okay. Ist das das Manufakturgebäude? Bestimmt.
Das ist so groß. Oh doch, komm schon. Dahin muss ich nicht. Gut, dann nicht, dann nicht. Dann weiter hier entlang. Das hier ist es vermutlich auch nicht. Dahin muss ich nicht. Nein. Vielleicht kann er mir helfen. Ich hab zu. Kommen Sie morgen wieder. Kann ich den Leuten denn eigentlich sowas hier zeigen? Nee. Leider nicht. Wenn ich das ausgewählt habe, kann ich einfach auch gar nicht mehr mit ihnen sprechen. Das sind alles Privatgebäude hier. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Da komme ich auch noch mal ein Stückchen weiter und da gibt es ein Gitter. Ich glaube aber nicht, dass mir das Gitter helfen wird. Ich glaube nicht, dass es irgendwie der Hintereingang zur Manufaktur ist. Wir können es noch mal probieren. So. Und hier noch mal. Es steht aber auch echt nirgendwo etwas dran. Ich weiß. Also auch nichts, was ich so einfach mit einem Schlüssel öffnen könnte. Der Teleskopschlüssel. Vielleicht so? Wobei, dann müsste hier die Lupe sein, ne? Wenn das funktioniert. Ja. So ein Teleskopschlüssel ist doch auch eigentlich dazu gedacht, etwas, was weit weg ist, aufzuschließen, oder? Ich versuch's jetzt einfach mal hier in, wartet mal, hier in allen Hauseingängen. Dahin muss ich nicht. Ich gehe davon aus, dass sie es fast bei jedem Hauseingang sagen wird. Tatsächlich sieht aber auch nur das eine große Gebäude aus, ganz am Anfang, dort, wo der Mann auf der Bank sitzt, als wäre es das Manufakturgebäude. Die Gebäude sind hier zwar alle in ihrer Bauart einzigartig. Ich fürchte, ich sollte ihn in Ruhe lassen, ne? Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Ja. Oh, wie ärgerlich. Na dann. Nochmal alle anderen Häusereingänge hier probieren. Den habe ich noch nicht probiert. Dahin muss ich nicht. Gut, im Geschäft brauche ich es nicht probieren. Das ist unsinnig. Da können wir es versuchen. Dahin muss ich nicht. Ja, da muss ich gar nicht hin. Gar nicht. Das könnte auch noch die Manufaktur sein, ne? Der Wirt konnte mir nicht helfen. Der Mann auf der Parkbank konnte mir nicht helfen. Okay, hier ist nur das Gasthaus. Hier ist auch ein Durchgang, zu dem wir nicht hingehen können. Bisschen schneller, Kate. Dahin muss ich nicht. Ha. Wir haben doch hier diesen großen Bereich, den man irgendwie ziemlich eindeutig als... Oh, was ist das? Ah, ich komme nur wieder zurück, ne? Komme ich denn nicht irgendwie vielleicht hier auf diese Seite? Ich kann ja jetzt immer nur diese eine Seite sehen. Was ist denn hiermit? Oh. Oh. Es gab die ganze Zeit... Ach du Schande. Einen Haupteingang?
Den habe ich nicht gesehen. Was haben wir denn hier? So, ich sollte das Ding vielleicht erstmal wieder abwählen. Da haben wir einen kleinen. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja. Was ist das? Ja. Erstmal den aufziehen. Gut, dann das hier. Ich gehe davon aus, dass wir hier irgendwie unseren Schlüssel reinstecken müssen. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja. Hier können wir nichts machen. Vielleicht. Moment. Wir gucken, ob das so geht. Ach, der bekommt das Ding in die Hand. Alles klar. Na gut. Also, den haben wir schon aufgezogen. Dann öffnen wir mal das Tor. Na wunderbar. Ich bin schon auf dem Friedhof gewesen. Es ist irgendwie typisch. Sowas passiert mir aber auch wirklich ständig. Ach, wie hübsch. Sehr gepflegt. Wir können dahin gehen, wir können dahin gehen und dahin gehen. Ich würde sagen, wir gehen im Uhrzeigersinn. Nein, verdammt, schon wieder raus. Ach, verdammt, ich wusste es. Da muss man bei dem Spiel verdammt gut aufpassen. Jedes Mal, wenn man versehentlich aus dem Spiel rausklickt, was sehr schnell passiert, weil das Spiel nur in 800x600 ist, größer geht's einfach nicht. Das heißt, es nimmt nicht den gesamten Bildschirm ein. Und wenn man dann versehentlich in den schwarzen Bereich rechts oder links klickt, kann es passieren, dass man auf dem Desktop landet. Und ja, dann hat man danach beim wieder reintappen ins Spiel ein bisschen Bildsalat. Das ist blöd. Ich hoffe, es passiert mir nicht mehr so oft. Wie hübsch. Ja, da vorne, das eine Gebäude hier draußen, also hier auf der linken Seite von hier dürfte das Gasthaus sein. Also nicht dieses hier, das gehört hier noch zu diesem Vorarlbergschen Manufakturgebäude. Da steht es auch, Vorarlberg. Ich glaube fast, dass alle Wege irgendwo zum Gebäude führen. So, dann machen wir auf. Es geht sogar. Es geht. Um Gottes Willen. Das wird riesig. Das wird hier alles riesig sein. Ach du Schande. Na, wunderbar. Und jede Menge Automaten. Haben hier Automaten gebaut? Wirklich? Das muss ganz schön schwierig sein. Denn das Ganze läuft ja hier mit Elektrik und mit Mechanik und nicht mit Elektrik. So, was haben wir denn hier? Tatsächlich, sie stehen hier alle am Fließband. Gucken wir mal hier rein. Oh. Da haben wir ein paar Schalter, die können wir aber nicht bedienen. Und was ist das? Oh, eine etwas größere Apparatur. Ein Hebel zum Ziehen, ein Hebel zum Umlegen und ein 0 und ein F. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Wir ziehen einfach mal an. Funktioniert wohl nicht. An Hebeln. Na gut, dann funktioniert es nicht. Dann ziehen wir halt an diesem Hebel. Mal gucken, was passiert. Und? Zieh. Irgendwas müsste jetzt ankommen. Hamsterrad ist das. Es ist das Mühlrad. Oh, und was ist das? Wenn das Ganze hier durch Wasserkraft betrieben wird? Im Ernst? Oh. Ja, dann mal zurück. Dann müsste jetzt hier drin eventuell alles funktionieren. Nein, noch nicht. Aber ich höre Rauschen. Dann gehen wir mal in einen anderen Bereich rein. Vermutlich ist es egal, wo ich hier klicke, ha? Wie putzig. Da bin ich reingekommen. Da war die eine Tür. Ich könnte vielleicht hier noch entlang. Es bringt aber nichts, es bringt nichts. Ich kann hier leider auch nichts benutzen. Ich kann nur wieder in den vorderen Bereich zurückgehen. Gut, dann schauen wir uns mal im anderen Bereich der Halle um.
Ich muss wieder hier hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier gibt es sicherlich einiges zu tun. Da geht's vielleicht treppauf. Vielleicht. Hoch? Ja, hallo? Kate, wo bist du nur, mein Kind? Ich versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Ich bin in Europa, Mama, für die Kanzlei. Nein, sowas. In Europa? Ach ja, dort habe ich schöne Zeiten verbracht. Auch mit deinem Vater. Aber gut, lassen wir das. Erzähl doch mal, bist du in Paris, in London, in Venedig? In Val-d'Ilaine. Ja, ich weiß, das ist nicht so bekannt. Ja, aber was treibst du denn in so einem unbekannten Kaff? Weißt du, ich organisiere für einen unserer Kunden den Aufkauf eines alten Familienbetriebs voller Charme, Schulden und Mysterien. Aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden. Ich verstehe. Deine arme Mutter würde das sowieso nicht kapieren. Wie dein Vater. Bist genau wie dein Vater. Mama. Okay, du wirst mir nicht glauben, mit wem ich den gestrigen Abend verbracht habe. Mama, weißt du, ich habe nicht viel Zeit. Mit Frank. Mama, bitte, ich muss... Frank Malkovich, der russische Opernsänger. Du wirst dich doch wohl an ihn erinnern. Er ist doch weltberühmt. Hör zu, Mama, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich rufe dich zurück. Ein ausgesprochen charmanter Mann, ich habe... Mama, ich muss jetzt wirklich auflegen. Ich rufe dich zurück, versprochen. Bis dann. Kate! Um Gottes Willen, werde ich jetzt das ganze Spiel über durch solche Anrufe hier gestört? Oh, Frank, der Opernsänger. Ach du Schande. Aha, was haben wir denn hier? Was machen wir denn mit dir, kleiner Mann, hä? Oh, er fährt von ganz alleine. Der wird da gleich irgendwas annehmen müssen, ja? Aber momentan ist nichts da. Er würde eine Kiste wohin bringen? Gut, dass ich das jetzt hier zu sehen bekomme. Tja, leider ist nichts drin. Jetzt kommt er wieder zurück. Ist das putzig? Okay. Gut, wir müssen also dafür sorgen, dass hier was ankommt. In Ordnung, in Ordnung. Wir sorgen dafür, dass hier was ankommt, mein Kleiner. Verdammt, jetzt fange ich jetzt schon an, mit den Automaten zu reden, als wären es Haustiere. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Ach du Schande! Was ist mit dem? Ist das ein Mensch? Oh Mann! Oh Mann! Was mache ich denn? Oh nein, wahrscheinlich ist es kein Mensch, oder? Und wenn doch? Nein, das kann kein Mensch sein. Der hat gar keine Füße. Oh, oh. Aber der baumelt da so, als wäre er echt. Nein. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir schauen noch mal in die Werbebroschüre rein. Achso, nee, so nicht. So nicht, wir müssen das mit dem Auge machen. Auge und Werbebroschüre. Da hieß es doch irgendwo, dass die Modelle... war da nicht irgendwie was mit denkend oder zu Gefühlen fähig oder irgendwie sowas? Oder vernunftbegabt zumindest? Ungekannte Perfektion, ja. Nocken, Gesten auslösen, ja. Die verschiedenen Berufsstände, die hier gebraucht werden. Die Schlüssel, genau so einen brauchen wir nämlich auch. Mechanische Fortbewegung, dann kommt hier die ganze Geschichte. Das große Renommee. Da!
wurde über die Ozeane hinaus bekannt, die Automaten in die ganze Welt verschickt. Nicht selten ließ ihre Perfektion bei dem Käufer den Eindruck entstehen, sein Automat sei lebendig. Oh. Ich glaube, so einen habe ich hier ganz klar vor mir. Ich fürchte nur, der wird Beine von mir verlangen. Ich glaube, der braucht Beine. Dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir Beine. Hm? Hey. Ah, danke. Es ist mir sehr unangenehm, Ihnen in diesem unfertigen Zustand entgegenzutreten. Aber unglücklicherweise fand bisher niemand die Zeit, meinen Herstellungsprozess abzuschließen. Nur, was will man machen? Heutzutage ist der Sinn für gute Arbeit vielleicht auf immer verloren. Denken Sie nicht auf? Mag sein. Mit wem habe ich die Ehre? Wären Sie so freundlich, sich vorzustellen und dabei deutlich zu artikulieren? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Erlauben Sie mir, mich meinerseits vorzustellen. Modell XZ-2000. Gewöhnlichen Sterblichen auch als Oscar bekannt. Ich stelle eine technologische Glanzleistung dieser Manufaktur dar und wurde entwickelt, um eine Lokomotive zu steuern. Oscar, der Lokomotivführer. Ach, wie schön. Also vorgestellt habe ich mich ja eigentlich schon. Ja, wir fangen einfach oben an. Wissen Sie, wo ich Dokumente finden kann, die die Verwaltung dieser Fabrik betreffen? Ich kann Ihnen darauf leider nicht präzise antworten, aber das Büro von Anna Vorarlberg ist im ersten Stock. Das ist schon mal gut. Sagt Ihnen der Name Hans Vorarlberg etwas? Natürlich, er hat mich erfunden. Zu meinem großen Bedauern habe ich ihn nie kennengelernt. Haben Sie eine Idee, wo er sich augenblicklich aufhalten könnte? Nein, Kate Walker. Aber es wäre mir eine große metaphysische Freude, ihn kennenzulernen. Das müssen schon wirklich Wunderwerke sein, wenn die sich hier so artikulieren können und auf bestimmte Frage und Anreize hin bestimmte Antworten geben können. Also und das alles ohne Elektrizität und ohne Speicher. Also, Sie haben gesagt, Sie seien der Pilot eines Zugs. Was für einen Zug haben Sie gemeint? Haben Sie diesen herrlichen Zug, der im Bahnhof steht, denn nicht bemerkt? Und wo soll dieser Zug hinfahren? Weit, weit weg wird er fahren. Sehr weit. Und nehmen Sie jemanden mit? Meine Aufgabe ist es, den Zug zu fahren und dafür zu sorgen, dass er pünktlich ist. Pünktlichkeit ist für einen Zugführer Ehrensache. Aber ich muss Ihnen recht geben, Kate Walker. Ein Zug ohne Passagier hat nur wenig Sinn. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Was die Details betrifft, wenden Sie sich an Anna Vorarlberg. Oh, Mirja schwant Böses. Kennen Sie Momo? Nein, Kate Walker. Das ist eine kurze, knappe und sehr zufriedenstellende Antwort gewesen. Sie sind schon ein erstaunlicher Roboter. Ein Automat, wenn ich bitten darf. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich wollte Sie nicht verletzen. Automaten haben etwas wie eine Seele, wissen Sie? Ich verstehe. Ach so? Ja, ich aber nicht. Ist es lange her, dass Sie Anna Vorarlberg zum letzten Mal sahen? 72 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein. Ihre Abwesenheit erklärt den bedauernswerten Verzug meines Herstellungsprozesses. Anna Vorarlberg ist tot, Herr Oscar. Was verstehen Sie unter dem Begriff tot, Kate Walker? Kaputt, deaktiviert, abgenutzt, beschädigt, ausgestöpselt. Sehr ärgerlich. Meine Herstellung muss unbedingt abgeschlossen werden. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sicherlich. Ich brauche unbedingt meine Füße. Meine Hände sind Modell XZ-2003. Für meine Füße benötige ich das Modell XZ-2005-B. Das Modell XZ-2005-A weist kleine Fehler auf. Ein Bug? Bei Automaten gibt es keine Bugs, Kate Walker. Nur eigenwillige Funktionsweisen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und was muss ich tun, um Ihnen zu Ihren Füßen zu verhelfen? Sie müssen deren Produktion auf dem Montageband einleiten. Dazu brauchen Sie die Herstellungslochkarte, die meine Körperstruktur enthält. Hier, nehmen Sie meine. Nun gut, ich werde es versuchen. Danke, Kate Walker. Oh, ho, 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 ho. So, also für die Beine waren das, nein, für die Hände waren das 2003 und für die Beine 2005B. In Ordnung. Was ich noch nicht gefragt habe, ist hier Hilfe. So merkwürdig es auch sein mag, aber
Ich habe das Gefühl, Sie sind die einzige Person, die mir helfen kann. Das möchte ich bezweifeln, Kate Walker. Warum sagen Sie das? Wozu, frage ich Sie, kann schon ein Automat ohne Beine gut sein? Naja, aber er ist immerhin der Einzige, der mit mir redet. Gut, und wenn ich ihm helfe... Oscar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ja, Kate Walker. Ja, und wenn ich ihm helfe, hilft er mir nämlich ja vielleicht doch. So, aber dann schauen wir erstens mal, wie wir die Produktion seiner Beine und seiner Hände anleiern können. Und außerdem, wo das Büro von Anna Vorarlberg ist.